Moin Moin, ich bin heute Morgen im Hörnertal unterwegs, sich ein paar Sehenswürdigkeiten hier angucken und einfach mal die Schönheit des Tals so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, dass mein Film gefällt. Bin jetzt hier gerade an der Peppermühle. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Platz hier, direkt mit Hintergrund Burg Klusenstein. Vielleicht seht ihr sie ja gerade und mal schauen, was noch alles hier so gibt. Und wir sehen uns, bis später. Tschüss. Sind die sieben Jungfrauen, wo das Wahrzeichen hier im Hörnertal und meine persönliche Meinung, eine der schönsten Stellen überhaupt hier im Hörnertal, die Jungfrauen. Und es waren, glaube ich, mal acht gewesen, aber eine ist nicht mehr so jungfräulich. Die haben sie irgendwie weggebombt oder weggesprengt damals und jetzt haben wir nur noch sieben über und ich hoffe, dass hier uns auch noch lange, lange, lange Zeit erhalten bleiben. Also das hier ist die Feldhofhöhle und ich habe einen von meinen letzten Videos habe ich bereits gezeigt, wie es da drin aussieht und so und vielleicht schaut er da mal nach, aber ansonsten mit einer der schönsten Höhlen hier im Hörnertal.
Also wie ihr seht, stehe ich vor einer weiteren Höhle hier im Hönnetal. Das ist die Reckenhöhle. Das ist eine kleine begehbare Tropfsteinhöhle, wo man Führung mitmachen kann. Und hier unten ist eine Gaststätte. Das sind noch die Besitzer von der Höhle. Da kann man sich Karten holen und kann eine Führung durch diese kleine Tropfsteinhöhle machen. Das werde ich irgendwann in nächster Zeit auch mal machen. Und dann werde ich euch das auch zeigen, wie es da drin aussieht. Ich stehe jetzt hier vor einem Kalkwerk im Hönnetal, wo einer der größten wirtschaftlichen Faktoren bei uns in der Region. Und hier wird seit Ewigkeiten schon Muschelkalk abgebaut, weil unser Hönnetal zum größten Teil aus diesem Material besteht.
So, zum Ende. Jetzt stehe ich hier vor der wohl größten Höhle hier im Hönnetal und einer der größten Höhlen, die es mit in Deutschland überhaupt gibt, und zur Balver Höhle. Ich sag mal, für jeden Balver ist das hier das Heiligtum, das ist unser Felsendom, und hier werden einige schöne Feste drin gefeiert. Wir haben jedes Jahr unser Schützenfest, wir haben Irish Folk, wir haben unseren Festspielverein mit seinen Theaterstücken, wir haben das German Kultrock. Also für jeden Balver ist diese Höhle irgendwie das wichtigste, der Mittelpunkt im Balver und ihr Heiligtum. Und hoffe, dass euch mein kleiner Film gefallen hat. Wenn ihr wollt, gebt mir bitte ein Like, lasst mir sogar vielleicht ein Abo da, und ich denke mal, wir sehen uns die Tage wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.